Hallo ihr Lieben, ich sehe kaputt aus. Wir sind total hier am Ausmisten gerade. Oder bringt gerade den Müll weg. Lenas Bett kommt weg. Schaut mal, was hier steht. Wir haben das hier so ein bisschen umdekoriert, damit es für uns mal leerer ist, auch für Sonntag. Ich habe Lenas Matratze und Decke hier reingestopft. Da muss noch eine Tüte drüber. Das klingelt gerade. Ja, ha! Ja, Waschlan! Alter, wie du klingelst. Oh, Gesundheit! Mal aussehen. Hoppala. So, ihr Lieben, kommen wir zum Food Hall. Wir waren gerade einkaufen. Und wir waren bei Teddy, beim Türken und bei Real. Bei Teddy habe ich für die Cake Pops ein paar Sachen gekauft. Ich zähle euch das auch sofort. Aber kann sein, dass das jetzt ein bisschen gemischt wird. Zumindest gemischt ist. Jetzt fangen wir mal beim Türken an. Oder nee, hier ist das ein Tipp. Nina, nee, den Kuchen. Und Chips. Nein, hör auf damit jetzt. Hör auf damit. Das ist kein Spielzeug. Was sind die Kräuter? Was sind die Kräuter? Naja, ich weiß jetzt nicht, wo das eine Teil ist. Auf jeden Fall habe ich bei Teddy so einmal das hier gekauft. Als Deko. Dann, ja. Dann Cake-Pop-Stiele. Die sehen so bunt aus, aber ist ja nicht schlimm. Ich weiß jetzt nicht, wo die Perlen sind. Nina hatte die. Naja, egal. Dann haben wir beim Türken arabisches Brot gekauft. Wie immer. Wir haben mir ein paar Snacksachen gekauft, und zwar von Aufschalasch von Lustmix. Das haben wir, glaube ich, auch dann dreimal gekauft. Ich war nämlich beim Türken. Genau, nochmal. Dann noch einmal die. Die mag der sehr gerne. Und einmal das Gerd Baba. Wer auch noch Banner? Und einmal das. Danke. Dann geht es weiter mit dem Türken. So, hier sind noch Tomaten, 1,5 Kilo. Ja, schön. Ja, das wäre super. Dann haben wir noch sowas ähnliches. Was ist das? Knusprige Kichererbsen. Schmecken auch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier zwei Gurken. Einmal Sonnenblumenkerne. Und 1,2 Kilo Hähnchenbrustfilet. Danke. Ja, Nina holt jetzt das Bier raus. Von Papa. Gib mir das. Wir haben dann so ein Sixpack Corona mitgenommen. Gibst du mir das? Einmal, danke. Genau. So, dann waren wir hier bei Real. Jetzt zeige ich euch auch kurz, was wir gekauft haben. Ich habe die neuen Sorten von Puschelweich mitgenommen. Premium Finesse heißt das, glaube ich, mit kostbarem Arganöl, Weichspieler. Na, ich weiß jetzt nicht, wie das hier heißt. Auf jeden Fall heißt das Premium Finesse. Einmal in Blau. Die sind wohl neu und das riecht alles so gut. Ich habe jetzt alle vier mitgenommen. Dann einmal Premium Elegance. Dann einmal. Lina, hör auf damit. Dann haben wir von Dingens Rossmann dieses Gerät ausgeliehen, weil ich muss die Couch sauber machen. Dann einmal Premium Glamour. Dann habe ich einmal Handseife mitgenommen von Fahr Kokosnussmilch. Ich liebe ja Kokosnuss. Und nochmal Premium Luxus. Das habe ich gar nicht gebrochen, das habe ich einfach mitgenommen. Oh, lecker. Oh, lecker, lecker. So, das räume ich mal kurz weg. Lina, Fatsatz, das ist ein Aschgrim. Ja, mal. Ich habe gleich auf jeden Fall sehr, sehr viel wegzuräumen. So. Uff. Nein. 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 So, eine Runde Gäste essen, Tama. Runde Gäste in der Bella. Ja? Ah, vier Dinge. Das ist total schwer. So, und zwar haben wir hier einmal Orangen. Ich muss jetzt alles hier bestellen. Ey, nein!
Nein, nicht aufmachen. Hast du gefragt? Nein. Abonnier. Hadi git hier. So, dann haben wir einmal Giotto gekauft für Linas Kindergeburtstag. Dann haben wir Kastanien gekauft, Leute. 6 Euro für das hier. Spaß. Naja, wir hatten Lust drauf. Dann haben wir eine Flasche Fanta mitgenommen. Eine Flasche Cola und eine Flasche Sprite, auch für Linas Geburtstag. Aber da kommt noch mehr, wir haben das jetzt einfach so mitgenommen. Dann haben wir einmal Salzstangen. Eigentlich wollte ich keine mitnehmen, weil das immer in den Müll geht. Aber auch dafür mitgenommen. Dann haben wir einmal Palmbeeren mitgenommen für Lina, die hat ja schon aufgemacht. Dann einmal Kellogs. Leute, mein Mund ist so trocken, weil ich einfach nichts mehr Süßes esse. Ich habe komplett aufgehört jetzt und das ist auch gut so. Ich fühle mich fitter auf jeden Fall und ich habe noch Schmerzen an den Seiten, aber das geht weg. Also das ist nur, wenn ich drücke, ist ein bisschen rot geworden, aber das ist normal, ist in 2-3 Tagen weg. Dann war Celebration im Angebot, das haben wir gekauft einmal. Ich habe nicht zu viele Süßigkeiten gekauft, weil ich wollte hier auch noch Marshmallows machen. Und zwar habe ich diese Marshmallows gekauft. Das ist gefährlich. Nein. Lina. Und zwar habe ich diese Marshmallows gekauft. Die kommen an den Cake-Pop-Stiel dran. Wird dann mit Vollmilchkuvertüre überzogen. Und da drauf kommen dann diese süßen Perlen. Dann haben wir einmal Feigling mitgenommen. Was noch? Dann habe ich dreimal Salz mitgenommen. Einmal Mozzarella. Einmal Cornichos. Wir haben übrigens, ich glaube, fast 100 Euro ausgegeben. Dann haben wir einmal Birnen, auch für Linas Geburtstag. Ja, Angelchen. Ah, danke schön. Dann haben wir Erdnüsse geröstet und gesalzen. Hauptsache alles von Tipp. Dann habe ich zweimal, glaube ich, sogar. Also einmal Rosmarinkartoffeln. Machst du mir nach? Dann einmal Hähnchen mit Gemüse und Kartoffeln mariniert vom Blech. Das habe ich noch nie probiert. Das habe ich auch direkt zweimal mitgenommen. Dann einmal Paprikasahnehähnchen. Ja? Ja. Ja. Willst du das essen? Ja. Okay. Lina will Mais essen. Lina liebt Mais. Sie liebt es. Abgöttisch. Moment, ich mache ihr mal einen Teller mit Mais. Aber dürk mir, okay? Okay? So, ess erst das mal. Ess das erstmal und dann kriegst du nochmal, ja? Hatte ich dir annehmen. Ich war nur so im Zimmer. Hat der A fehlt aus. Dann haben wir eine Packung, ich habe nur noch 3%, ich muss schnell machen, Knickknacks mitgenommen. Dann eine Packung Joghurt. Ich wollte ja Nudelsalat machen. Ja, geht Masadaye. Dann habe ich zweimal Thunfisch mitgenommen. Dann 2 Packungen Basmati-Reis. Nicht runterfallen. Dann zweimal Milch. Und hier ist noch der Thunfisch, der andere. So, das ist die vorletzte Tüte und jetzt kommt die letzte Tüte. Nein, nicht da drauf setzen. Moment, Leute. Nein, pack all day. Okay, geht's probieren? So, ihr Lieben, ich muss ganz schnell machen, bevor mein Apfel leer geht. Ich habe nur 2%. Dann einmal Weizenmehl von Diamant war im Angebot. Und ihr seht, ich habe gar keinen Platz mehr in der Küche. Dann haben wir einmal so ein Pack Mikrofaser-Haushaltstücher mitgenommen. Die haben jetzt insgesamt 5 Euro gekostet. Da ist ein Spültuch, ein Bodentuch, ein Poliertuch, Fenstertuch und Staubtuch dabei. Ich dachte, das ist immer das Gleiche, aber egal. Dann einmal frische Bohnen. Das gibt es bei uns, denke ich mal, morgen. Dann einmal Kiwis. Jalapenos für die Pizza am Sonntag. Ich mache am Sonntag Pizza. Wenn ich das noch nicht erwähnt habe, wisst ihr jetzt Bescheid. Dann einmal Geflügel, Paprika, Leona. Das
richtig ausgesprochen. Dann noch eine Dose Mais. Zum Glück habe ich zwei gekauft. Ich wusste, dass Lena Mais essen wird. So, dann zweimal Gouda für die Pizza. Es ist schon voll. Ja. Nein, du hast schon eins. Nochmal Salz. Nochmal Salz. Dann drei Äpfel. Ich sag ja, ich habe keinen Platz mehr. Und nur noch 1%. Ich glaube, wir schaffen das perfekt. Dann haben wir dreimal von Glade eine Duftkerze mitgenommen. Einmal Glade Kirsch und Pfingstrose. Die kosten 2,99 €. Die ist total teuer eigentlich. Dann einmal, voll süß, so ein Keksausstecher. Let It Snow. Candy Joy, Sweet Candy Joy. Und einmal Homemade Biscuit Delight. Genau. Und total süß, den Anhänger, der gefällt mir jetzt am meisten. Und bei dem war gar keins dran, aber ist ja nicht schön. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde gleich weiter vloggen und dann zeige ich euch was, obwohl ich zeige es jetzt schnell. Und zwar habe ich heute ein Paket bekommen für die Spendenaktion von der Nina Novak. Sie hat total süße Sachen eingepackt. Sie hat einmal so ein spurenloses Styling-Gel von welcher Marke? Ich glaube von der Rossmann Eigenmarke, von Isana eingepackt. Dann hat sie so einen Pinsel eingepackt für die Mädels. So einen Lidschattenpinsel, auch von For You Beauty. Dann eine Lidschattenpalette von R.L. Young. Ich benutze jetzt nicht so gern die Rossmann Sachen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie die heißen. Dann einmal von Isana Style to Create. Dann hat sie von Emoji Cookie Kiss. Darf ich dran riechen? Bestimmt, oder? Riecht gut. Riecht wie dieses Marshmallow von, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Dann einmal Masken, einmal Himbeer und einmal Kokos. Das sieht total süß aus. Ich denke mal auch für die Mädchen. Und hier ist noch so ein Beutel. Da zeige ich auch die Sachen schnell. Einmal ein Lip Butter von R.L. de Jong. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Dann ein Mini Sheer Lip Balm. Sieht so aus. Da möchte ich zumachen. Und dann einmal von Biotherm eine Creme. Ich denke mal, das ist so eine Gesichtscreme. Leute, ich weiß, es fokussiert jetzt nicht, regt euch nicht auf, aber ich habe keinen Akku mehr. Und einmal von R.L. de Jong, Rival de Loop oder so heißt es, ne? Einmal so ein Nagellack. Ich danke herzlich für dein Paket und ich bin mir sicher, die Mädels werden sich freuen. Ich werde auch einige Nagellacke von mir einpacken. Ich habe hier einige zugeschickt bekommen und jetzt zeige ich euch noch die Messer, die ich bestellt hatte. So, ich weiß, ich rede total schnell, Leute, tut mir leid, aber scheiße. Hier ist einmal so eine Quittung, dass wir auch 28 € bezahlt haben. Ich brauche das ja. Oh, zwei Stück geschenkt, hat sie drauf geschrieben. Dankeschön. Dann haben wir hier nochmal so eine Karte von denen. Und hier sind die ganzen Messer. Ich habe jetzt gesagt, keine pinken, aber ist nicht schlimm. Und zwar sind das diese Messer. Die habe ich jetzt bestellt für die für das Pflegeheim. Da sind jetzt 40 Stück drin. Ich werde jetzt nicht nachzählen. Aber das ist gut, dass sie so in verschiedenen Farben sind. Und ja, total schön. Ich finde die sehr, sehr gut vom Türken. Ehrlich, ich benutze die ja selber auch. Hier zum Beispiel, die sind von Solingen. Oder ich benutze die hier. Die sind auch von Solingen. Die sind sehr, sehr gut zum Schneiden. Mit den anderen komme ich nicht klar. Und ja, super. Das freut mich. Dankeschön. Wir haben ja nur die Hälfte bezahlt, ne? Von dem, was wir eigentlich bezahlen sollten. Ja, und jetzt würde ich sagen, mein Akku muss aufgeladen werden und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. So, ich schneide jetzt die Kastanien vor. Wenn Order da kommt, mache ich die sofort. Dann können wir die auch lecker, lecker essen. Ich liebe Kastanien. Ihr Lieben, schaut mal, was gerade angekommen ist. Unsere erste Coolbox von Brand News. Ich habe die jetzt bestellt. Die gibt es alle 3 Monate. Und ich wollte die so gerne ausprobieren. Das zahlt man dann einmalig und kriegt das alle 3 Monate zugeschickt. Ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, dass Sina schon eine Sache aufgemacht hat. Und zwar war von Kerrygold ein Joghurt drin mit Pflaumen und Zimtgenuss. Das hat sie jetzt schon aufgemacht. Das sind, ey, die Box ist der Hammer. Jetzt wisst ihr gleich auch warum. Da ist einmal Joghurtschnitt drin. Das liebt Audel. Ich mag das jetzt nicht so, aber Audel liebt das. Willst du eins? Warte. Das habe ich noch nie probiert. Rote Beete Meerrettich. Ja, ja.
mit Hirse verfeinert. Ich habe es noch nie gegessen, aber das soll so eine Diät-Ding sein. Dann der absolute Hammer, Cheese Strings. Lina liebt ja Cheese Strings. Guck mal. Ja, jetzt kannst du dich nicht entscheiden, ne? Dann haben wir hier so eine Camembert-Creme. Habe ich auch noch nie gegessen. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Dann haben wir von Müller Milchreis, 5-Korn, Reisdinkelhirse und Gerste, traditionell. Oh, so. Ich denke mal, da ist nicht so viel Fett drin. Oder auch Zucker. Moment, ich mache mal kurz für Lina so einen Cheese-String auf. So, dann geht's weiter. Dann haben wir zweimal Müllermilch, einmal Schokokaramell. Das ist ja voll mein Ding, aber ich bin momentan am Abnehmen. Aber ich glaube, ich gönne mir das irgendwann mal. Dann nochmal Nuss-Nougat-Creme. Das würde ich jetzt nicht trinken. Dann einmal Ofenkäse von Finello. Neu mit Cheddar. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Kann man aber auch gut benutzen. Dann einmal Ricotta und Spinat-Tortellinis von Barilla. Barilla ist ja auch eine Marke, von denen ich sehr gerne Sachen kaufe. Dann haben wir hier Blätterteig. Kann man auch immer wieder benutzen. Damit kann man so leckere Sachen zaubern in nur 2-3 Minuten. Dann von Kerrygold Schokokirsch. Habe ich auch noch nie gehört. Oh, der mag jetzt nicht so gerne Schoko, aber Lena isst das hier vielleicht. So, jetzt fokussiert er endlich. Und dann zuletzt Milchreis, 5-Korn, Reisdinkelhirse, Gerste und Weizen. Nochmal, also zweimal glaube ich dasselbe, oder? Jetzt muss ich selber mal gucken. Achso, nee, da ist Zimt mit drin. Okay, sehr gut. Ja, Lena isst gerade ihren Cheese String und ich muss hier aufräumen. Wir haben gerade gegessen. Na, 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 na. Hallo. Voll cool, die Box, oder? Ich finde das mal so was anderes. Die Box gefällt mir sehr, 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 sehr gut. So, ihr Lieben, wir waren gerade mit Lina bei der Apotheke. Lina ist leider krank geworden, kurz vor ihrem Geburtstag, war ja klar. Ja, Audra hat heute Doppelschicht, deswegen habe ich jetzt für Lina und mich so ein Hexenhaus gekauft. Das können wir dann schön schmücken zusammen. Ja. Und dann gehst du dir mit. Das. Dann ist Lina in den Dönerladen gerannt. Ja, und dann habe ich mir jetzt einfach mal Suppe mitgenommen. Sie liebt ja Suppe. Ja, Mama, ich just do it. Wo ne geht's, Lichia, die hat ich? Ah, wo ne geht's? Oh, Sitschak, das ist zu heiß. Sitschak, was? Dann hat Lina sich Quarkquetschen ausgesucht. Zwei so Joghurtquetschis. Dann hat Lina gar kein Öl mehr. Ja, das ist heiß, ne? Dann hat Lina noch einen Durstlöscher bekommen. Hier kommt noch ein bisschen. Nein, auch nicht. Den Rest zeige ich euch gleich. Ich gebe ihr erstmal was zu essen. Sie ist gerade. So, wir haben gerade gegessen. Lina wollte jetzt so ein Mixmax Quetschi Himbeer mit Frischkäsezubereitung. Mmm, das riecht aber gut. Lecker. Ja, ich zeige euch mal, was ich von der Apotheke geholt habe. Ich habe knapp 15 Euro bezahlt. Ich habe für Lina Kinder M-Eukal Wildkirsch gekauft. Soll gut für Husten sein. Also Lina mag das auch eigentlich ganz, ganz gerne. Dann habe ich für sie von Prospan einen Hustensaft gekauft. Und dann, falls sie Fieber bekommt, einmal Paracetamol Ratiofarm, 250 Milligramm Zäpfchen. Die sind jetzt von 2 bis 8 Jahren. Dann habe ich ihr auch noch Süßigkeiten mitgenommen, aber das isst sie natürlich nicht sofort alles. Ne? Sie darf jeden Tag ein Bärchen. Willst du nicht mehr? Glück gehabt. Und zwar einmal Original Bärengarten, Joghurt Bären mit Biotin. Einmal das. Und einmal mit Vitamin E, Waldfruchtbeeren. Ja. Einmal das und einmal das. Und dann hat Lina noch ganz viele Traubenzuckerchen bekommen. Guck mal, du hast Traubenzucker bekommen. Eigentlich geben die bei uns, da wo ich immerhin hier nur Taschentücher. Aber guck mal, was du bekommen hast. Willst du eins? Sie will jetzt dieses Hexenhaus machen.
Aber das machen wir später, nach dem Mittagsschlaf. Sonst haben wir später nichts zu machen. So, also bis gleich, Leute. So, ihr Lieben, ich dachte mir jetzt, bevor es zu spät wird, machen wir das mit Lina. Hier sind sogar Süßigkeiten drin, sehe ich gerade von Haribo. Ja, Lina ist schon hier. Ja, wir machen das jetzt. Aber wir müssen erstmal hier aufräumen, ja? Leute, da wollte ich gerade aufnehmen und das ist zusammengekracht. Scheiße! Nina! So, ihr Lieben, ich habe das Badezimmer umdekoriert. Ich habe hier meine Dingens bekommen. Wie heißt das? Bestellung von Nanunana. Ich mache das jetzt mit Musik, weil die Waschmaschine läuft und später kann ich nicht mehr filmen, weil Nina dann schlafen muss. Hatte Lust auf Eier. Mittlerweile kann sie ja sagen, was sie möchte. Ich habe einmal dieses Spiel gekauft für Ninas Geburtstag. Das kostet eigentlich 55 Euro. Ich habe es jetzt für 20 bekommen. Voll stolz. Einmal Tabu XXL. Einige kennen das bestimmt von euch und ich freue mich total darauf, das zu spielen. Und meine Brandlos Box ist da. Ich habe da ein Abo. Und jetzt packen wir das mal zusammen aus. Ehrlich gesagt finde ich dieses Mal, ich habe schon reingeschaut, ist nicht so mein Ding, aber jetzt, ich werde euch erklären, warum. Kaki esse ich leider nicht. Das geht noch, Vanille zum Aufschlagen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das schmeckt. Danach Mekana der Sahnige, damit kann ich auch eine Nudeln oder so machen. Das ist auch gut. Dann einmal Red Label, das ist von Johnny Walker, ein Whisky zum Probieren. Den hat auch der letztens getrunken und der meint, das schmeckt total gut. Und dann haben wir hier Mixery. Hier mit alkoholfreies Mixgetränk. Einmal mit Lemon und einmal mit Grapefruit. Ist auch gar nicht meins. Auch wenn es jetzt mit Geschmack ist. Ich hasse Bier. So, jetzt kommt eigentlich das Gute. Aber das, was ich nicht essen darf. Einmal von Ovo Maltin. Hergestellt in der Schweiz. Das ist eine neue Sorte Schoko. Die sind sehr, sehr teuer. Das weiß ich. Von meiner alten Arbeitsstelle.
Dann einmal Bio-Cookies Hafer-Kakao. Das ist perfekt für Lina. Kolei, was machst du da? Dann einmal, ach so, übrigens, die Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe im Badezimmer, sind alle von Danonana, alles. Außer diese Perlen, die in dem Tablett waren, die sind von diesen, wie nennen die? Lenore Wäschekugeln sind das. Und das kann ich euch nur empfehlen. Statt diese Perlen zu kaufen, tut das rein. Das Badezimmer riecht super danach. Dann einmal von Kaiser Honig Spitz, Wegerich, Hustenbonbons. Da bin ich auch mal gespannt, wie die schmecken. Honig mit Minze. Nee, Honig mit genau. Dann zweimal von Milka der Schokolade. Einmal Waves, Knusperperlen mit Karamellperlen. Okay, das darf ich ja nicht essen. Und werde ich auch nicht essen. Also, ich muss... Mein Handy, Nina. Und einmal Collage. Himbeer, karamellisierte Haselnussstücke und Schokoladentropfen. Und ich liebe ja Karamell und alles, was damit zu tun hat. Aber no, no go. Das Einzige, was ich hasse bei diesen ganzen Paketen... Müll. Ich weiß, ich schmeiß sowieso immer auch weg, aber umso mehr spielt es leid. Und hier ist nochmal die Werbung von der Prinzenrollenbox. Die ist ja auch super gewesen. Die war echt super. Ja, das Einzige, was mir jetzt gar nicht gefällt, Kaki. Kaki mag ich gar nicht. Also, mögt ihr Kaki? Ich mag Kaki gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe es noch nie gemacht. Die ist auch noch sehr, sehr rein. Also, die ist noch nicht essbar, denke ich mal. Nein, keine Kamera. Ach so, willst du das? Ach so, was willst du denn damit? So, ich muss jetzt auch die Küche aufräumen. Ich habe mit Lena die ganze Zeit gespielt. Danach dieses Lebkuchenhaus gebaut, was auseinandergefallen ist. Wenn ich kann, versuche ich euch mal ein Bild einzublenden, wie das am Ende aussah. Sah eigentlich ganz schön aus. Nur ein Stück, okay? Welches denn? Das? Das andere ist zu dick. Das dünner ist besser. Gesundheit! Gleich mal deinen Saft. Das sieht so aus. Mama darf hier nichts essen, Nina. Das ist Eib, was du machst. Hallo, Gessakrilla. Krass, die sind so. So. Naja, okay, hier darfst du essen. Und danach Zähne putzen, okay? Außer die Schmissefutter-Challenges, oder? Ja? ja, ich lade mal meinen Akku wieder auf. Ich lade meinen Akku und Akku und Akku. Und was ist? Mein Ladekabel ist kaputt. Jetzt muss ich das. Ich habe nur mal das Beste geschlagen. Das ist ja nicht schlimm.